Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tessie Supply. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein neues Update und wir schauen uns mal an, wo die Reise von Tesla in den nächsten Jahren hingehen könnte und vielleicht auch schon nächstes Jahr. Und wenn du neu dabei bist und vielleicht auch Livestreams dir anhören möchtest, lass gerne ein Abo da hier, dann wirst du nichts verpassen. Ja, hier schauen wir auf eine Statistik, die die größten Autobauer jetzt noch mit 2021 zeigt. Das Jahr 2022 ist ja noch nicht rum. Wir sind erst in der Mitte des Jahres. Und ich glaube, Tesla hat eine gute Chance, in Richtung 2,5 Millionen Autos im nächsten Jahr zu kommen. Und somit sollte BMW jetzt nicht weiter wachsen, fast auf BMW aufzuschließen. Du kannst natürlich gerne mal deine Meinung dalassen, ob du der Meinung bist, ob das schaffbar ist oder nicht. Wir schauen auch gleich nochmal auf die Möglichkeiten, die Tesla hat, wenn es um den Umsatz geht, aber natürlich auch um die Produktion. Erstens ist das Ziel, dass ja 40.000 Autos pro Woche am Ende des Jahres produziert werden sollen. Und das würde ca. 2,1 Millionen Autos bedeuten. Das ist aber dann in den Start des neuen Jahres hinein. Und wir wissen, dass Austin und auch Grünheide ja noch weiter die Produktion hochfahren werden. Und das wird sich natürlich auch noch auf den Umsatz widerspiegeln. Grundsätzlich können wir also festhalten, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Tesla auf jeden Fall Richtung 2,4 Millionen kommen sollte, wenn dann auch tatsächlich nicht irgendwelche Lockdowns oder andere Herausforderungen noch da sind. Ja, hier schauen wir einmal auf den Umsatz. Wir sehen auch, dass jetzt schon mehr Umsatz gemacht wurde als im gesamten 2020. Das ist die Skalierung, Leute. Ich sage es euch, es ist und bleibt einfach ein absolutes Wachstumsunternehmen. Die 50% sollen ja auch weiterhin dieses Jahr erreicht werden. Es ist also noch ein bisschen offen, ob es auf die 1,4 Millionen, 1,5 Millionen geht. Auch da, diese Thematik wird sehr spannend werden. Was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass durch die neuen Fabriken natürlich Tesla sehr viele Kapazitäten jetzt kreieren kann. Und zwar nicht nur in diesem Jahr, sprich 40.000 Autos pro Woche im Gesamtunternehmen, sondern natürlich dann auch im nächsten Jahr. Da ist noch sehr viel Spielraum nach oben. Und natürlich ist es eine, ist natürlich der Umsatz, den ich euch gezeigt habe. Der andere Teil ist natürlich die Anzahl der Autos. Und mit Mitte nächsten Jahres werden dann die Cybertrucks kommen, sicherlich mit einer recht geringen Skalierung am Anfang. Aber eins haben wir letzte Nacht ja nun gelernt. Ein Mangel an Batterien gibt es nicht. Es gibt nur zwei Wege, die Tesla einschlägt. Die 2170er Zelle, da haben sie keinen Mangel. Das ist kein Problem. Und gleichzeitig können sie die 4680er Pakete skalieren. Und das gibt Tesla einen unglaublichen Vorteil, entsprechend in den nächsten Jahren zu wachsen. Und 2,5 Millionen nächstes Jahr, das ist jetzt mal eine Sache, wo ich sagen würde, wenn jetzt keine Finanzkrise kommt und wenn jetzt nicht irgendwie alles zusammenbricht, selbst dann könnte ja Tesla immer noch versuchen, die Preise zu senken, habe ich das Gefühl, dass sie tatsächlich BMW ganz knapp einholen könnten. Vielleicht noch ein ganz bisschen hinter BMW, aber das wäre der Meilenstein, wenn man BMW einholt. Und wir wissen alle, das ist nur ein weiterer Schritt in die Richtung, irgendwann gegebenenfalls dann am Ende dieser Dekade auch der größte Autobauer der Welt zu sein. Manche sagen ja, es wird sogar noch schneller passieren. Ich bin zwar auch optimistisch, aber lassen wir erstmal noch die Kirche im Dorf. Grundsätzlich kann man aber sagen, sie sind auf dem richtigen Weg. Lass mir, wie gesagt, gerne deine Meinung da, die mich natürlich auch interessiert. Und dann würde ich sagen, wenn du, wie gesagt, Livestreams nicht verpassen möchtest, Montag, Mittwoch, Freitag, alles rund um das Thema Tesla 16 bis 17 Uhr, dann lass ein Abo da, dann verpasst du auch gar nichts mehr bei diesem Thema. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, mach's gut, bis dann und tschüss.